Hallo, Servus. Vielen Dank, dass ihr euch für dieses Video interessiert. Wir sind Upset Minded, das ist der Jürgen. Das ist der Steve. Und wir wollen heute ein bisschen auf unsere Texte eingehen. Wir haben vor ein paar Wochen unser Album Earth Tone veröffentlicht. Und innerhalb der Scheibe im Booklet gibt es keine Texte, sondern nur Textauszüge. Aber auf unserer Homepage www.aminde.com könnt ihr die kompletten Texte nachlesen, auch von unseren anderen Alben. Aber heute wollen wir auf direkt Earth Tone, auf die Texte eingehen. Wir beginnen mit To Unsnare. Ja, To Unsnare ist unser erster Song, mit dem das Album dann gleich mal ganz gut loslegt. Die Idee zum Titel und zu dem Text hatte ich in dem Fall. Wir legen uns da nicht hundertprozentig fest, wer jetzt bei uns die Texte schreiben muss. Und also vornherein mal gesagt, ist es so, dass wir niemandem irgendwas erzählen wollen in den Texten, was er zu tun hat, was er zu denken hat oder sonst was. Wir gehören nicht zu den plakativen Bands, die alles nur toll oder nur scheiße finden und sagen, mach dies und jenes. Das hängt schon mal auch damit zusammen, dass wir nicht keine gesellschaftskritische oder keine politische Band sind. Und wir erzählen hauptsächlich von eigenen Erfahrungen, über unsere Ansichten, über Dinge, die uns faszinieren oder hauptsächlich Erfahrungen, die wir irgendwann gemacht haben. Inspiration zu Unsnare hatte ich jetzt aus den letzten Jahren, was sich da so bei mir in meinem Leben getan hat und wie ich mich verändert habe. Bin ja jetzt auch schon über 30, wir sind ja alle schon alt geworden, ne? Und da ändern sich manche Ansichten und manche Dinge im Leben. Und ich habe in den letzten Jahren erfahren, dass viel früher schon bestimmt mal irgendwann schief gelaufen ist und dass es ziemlich wichtig ist, dann damit irgendwann seinen Frieden zu machen. To Unsnare ist auf Deutsch übersetzt, sich von alten Verstrickungen lösen. Und Verstrickungen bauen sich immer dann auf, wenn man mit Menschen irgendwas zu tun hat über längere Zeit, ob das Familie ist oder in der Arbeit oder eben auch in der Band. Und da schleppt man viel mit der Zeit. Und es ist wichtig, sich aus diesen Verstrickungen mit der Zeit zu lösen und seinen eigenen Weg zu gehen und vor allen Dingen den eigenen Weg dann auch zu kreieren und nicht sich darauf zu verlassen, dass das andere tun und sich mehr darauf zu verlassen, was andere über einen sagen oder sonst irgendwas in der Richtung, sondern dass man sagt, okay, ich bin der und das und das und das kann ich und seinen Frieden mit sich und mit anderen vor allen Dingen macht. Und das war für mich ein wichtiger Prozess in den letzten Jahren. Und ich habe eigentlich jetzt erst das Gefühl, mit allem, was ich mache, voll dabei sein zu können, ohne dass mich irgendwelche alten, schlechten Sachen, auf die ich jetzt hinterher eingehen will, logischerweise, irgendwie ausbremsen. Und das ist so das Prinzip von dem Text an, ja. Und da kann ich auch schon die Verbindung zum zweiten Text herstellen auf der Scheibe. Das ist Ghost Tower, der Song. Und Ghost Tower, also der Geisterturm zu Deutsch. Und da hatte ich auch die Idee dann zu dem Titel und auch zu dem Text, dass bevor man irgendwie seinen Frieden mit sich und der Welt mal machen kann, erst den Mut aufbringen muss, sich selbst wirklich zu begegnen und sich klar und nackt vor sich selbst zu stellen. Also nackt ist im übertragenen Sinne. Und habe da ein bisschen ein paar Zeilen dazu geschrieben, weil es ein sehr unangenehmer, aber wichtiger Prozess sein kann. Habe die Ideen dann ins Steve gegeben über Ghost Tower und er hat den Text dann weiter vervollständigt. Ja, der Name Ghost Tower ist eine direkte Anlehnung an Stephen Kings Romanreihe Der dunkle Turm. Und da ist es so, dass
der Ganzlinger, der Revolvermann, Roland auf der Suche ist nach dem dunklen Turm und im Grunde genommen nach sich selbst und dadurch Abenteuer erlebt. Und so ist es ja auch im Leben. Du schreitest durch die Welt und weißt nicht genau, wo du hin sollst und du weißt nicht, wer du selbst bist, bis du es dann irgendwann gefunden hast. Da haben wir eine ganz gute Verbindung zueinander gefunden, die beiden Textideen zu verbinden, die Suche nach sich selbst und meine kleine Hommage an den Ghost Tower, der mich lange begleitet hat. Sich selbst zu finden ist auch ein Prozess, der oft in der ruhigen und dunklen Jahreszeit vonstatten geht. Also man im Winter, Herbst wird alles ein bisschen ruhiger, man zieht sich nach innen zurück, man geht nicht mehr so oft raus und es fällt Schnee irgendwann dann Dezember, Januar und die ganze Welt wird ruhig, weil jeder kennt dieses, wenn du mal auf dem Land draußen bist und es ist absolute Totenstille und durch den Schnee hört man nur seine eigenen Schritte oder man steht dann an einem Fluss, der dann leicht zugefroren ist. Es ist eine bedrückende, aber auch irgendwie befreiende Ruhe und man kann über sich selber nachdenken. Das wird dann in unserem Titel Arktik behandelt. Arktik ist vielleicht ganz, ganz interessant zu wissen, dass Arktik der erste Song nach unserem ersten Album war, der neu entstanden ist. Wir waren ja im Herbst 2010 dann im Studio, um das erste Album Pulse einzuspielen und im Januar 2011 ist dann Arktik entstanden. Das war der erste Song, wie gesagt, danach. Und der hat dann gleich gezeigt, wo die neue Richtung hingeht. Das ist die Musik ein bisschen dummiger geworden ist, fetter, aber auch viel mehr Leben beinhaltet hat und Arktik hat der Titel eben, wie Steve schon meint, ganz gut gepasst zu der Jahreszeit. Das war da zu der Zeit sehr viel Schnee gelegen und ich habe mal so einen Spruch gehört, dass sich viele Dinge schneller entwickeln oder schneller passieren, wenn es kalt ist. Kann man jetzt vielleicht dran glauben oder nicht. Nach meinen eigenen Erfahrungen trifft es schon ganz gut zu. Also ich empfinde den Winter jetzt nicht als bedrückend, sondern eigentlich regt er mich an, mich zu bewegen, weil es kalt ist. Und wenn ich mich nicht bewege, dann friert es mich eben. Also ist Arktik jetzt eigentlich kein Text, der um endlosen Untergang und endlose Kälte handelt, so wie es vielleicht das Klischee vermuten lässt, sondern eher eigentlich das Gegenteil, dass aus dem Kalten, dass da das neue Wachstum dann kommt. The Lesser Evil ist so ein Synonym für das notwendige Übel, das in der Welt halt herrscht. Oder also wir interpretieren das oder ich interpretiere das halt auf das notwendige Übel mit ja, das Geld. Would you come with me? When you leave?
dass man sich nicht so sehr darauf versteifen soll, dass man alles zurücklassen sollte, um mal die Erfahrung zu machen, auch ohne Geld jetzt vielleicht auszukommen oder mit wenig Geld auszukommen, um dann zu merken, dass das überhaupt nicht wichtig ist, dass es nicht zählt, dass man ein iPhone in der Hosentasche hat, dass es nicht zählt, was für ein Auto man fährt, dass es nicht zählt, dass man viel Geld hat, sondern nur, dass man weiß, welche Menschen einem wichtig sind. Und dazu noch eine kleine Geschichte, die mich zu dem Text inspiriert hat. Es gibt im Pazifik eine, oder im Atlantik, ich bin mir jetzt ganz genau sicher, schlecht recherchiert, im Wasser, eine kleine Insel und die ist komplett durchlöchert, weil die Seefahrer gemeint haben, dort unten irgendwo in der Insel sollen Seefahrerschätze vergraben sein. Und seit Jahrhunderten graben irgendwelche Leute, die nach dem Mythos denken, dass da immer noch was sein sollte. Man hat dann auch Bewässerungsanlagen gefunden und so. Und man hat dann auch geglaubt, dass da jetzt irgendwo was sein müsste. Es ist aber bisher noch nichts gefunden worden. Und es sind etliche Menschen in diesem Loch, weil es gibt ein großes Einstiegsloch, diese Menschen eben dann gestorben sind. Und man bezeichnet es als Money Pit. Außerdem bezeichnet man auch die New Yorker Börse als Pit. Und das wird auch im Text genannt, diesen Leave the fucking money pit, also lasst es hinter euch und vergesst, dass das Geld das wichtige Instrument ist, sondern es ist nur ein notwendiges Übel. Es ist so, dass das Geld wahrscheinlich sehr vieles bequemer und leichter macht, auf jeden Fall, da brauchen wir nicht drüber reden. Wir brauchen Kohle, um die CD zu produzieren, um Instrumente zu kaufen, Auto zu fahren, was zu essen zu haben. Wie jeder von uns, also wir sind mit Sicherheit nicht die erste Band, die sich über das Medium Geld beschwert und was es anrichten kann, das gibt es schon, glaube ich, lang genug. Der Punkt, der es da ein bisschen anders macht, ist einfach der, dass Geld völlig okay ist irgendwo, aber wenn man es als oberste Priorität anstellt, geht der Schuss meistens nach hinten los. Nicht, weil das Geld schlecht ist, sondern wie wir damit umgehen, und das ist auch so ein bisschen die Verbindung zu Ansner, sich davon sowas zu lösen. Man hat es, man kann es ausgeben, aber diese zwanghafte Erhaltung, immer mehr haben zu müssen, hat schon genug Leute in den Ruin oder in sonst wo, in Steves Beispiel von dieser Insel, in den Tod getrieben. Fünften Song der Scheibe. Der ist ein bisschen spezieller. Der Titel Greed. Wie war der nochmal? Greed has poisoned men's souls. Genau. Ist nicht von uns der Titel. Wir haben den Song nur so genannt. Original ist diese Aussage aus Charlie Chaplins Der große Diktator. Und die Message von dem ganzen Song, Greed steht ja für Gier, das die uns erfasst hat. Kein politischer Song, es ist eher ein Song, der auf jeden Einzelnen von uns zielt, sich mal zu fragen, wie viel habe ich denn, beziehungsweise wie viel Gier habe ich, mit welcher Einstellung gehe ich auf andere zu, in die Arbeit, auf mit welcher Einstellung gehe ich mit meinem Verdienst, mit meinem Vermögen oder Nichtvermögen um, ja, und mit den Menschen, die ich um mich rum habe. Bin ich gierig, will ich haben oder bin ich gebens? Und gerade in dem Text kommt eine sehr markante Stelle, die mich sehr mich inspiriert hat, von Charlie Chaplin, in der er meint,
Wir denken zu viel und wir fühlen zu wenig. Ich glaube, Charlie Chaplin war uns da um einiges voraus, was solche Texte verfassen angeht und solche Reden halten. Okay, der nächste Song auf der Scheibe Reborn. Ganz persönlicher Text von Steve. Ich glaube, es ist besser, wenn er das selbst was dazu sagt. Ich weiß aber nicht, ob er da so sehr ins Detail gehen will jetzt. Also, Reborn behandelt das Kennenlernen von einer bestimmten Person, von einer Frau. Und da ist es so, dass es mit Wein beginnt, also mit Wein trinken, und man dann früher oder später dann irgendwann in der Kiste landet. An dem Punkt, wo man selber nicht genau weiß, ob man füreinander bestimmt ist oder nicht, steht erstmal der Sex im Vordergrund. Ja? Ja. Man hoppelt viel aufeinander rum und merkt dann vielleicht nach 2 oder 3 Monaten, dass man vielleicht doch nicht füreinander geschaffen ist. Der Text behandelt aber diesen Moment, wo man nicht genau weiß, ob es weitergeht oder nicht, sondern nur in so einer Verliebtheitsphase quasi steckt, in der man halt dann viel unterwegs ist, ne? Und dann sich selber die Frage stellt, werden wir jetzt als Paar wiedergeboren oder geht es dann einfach nur in diese, ja. Oder getrennte Wege. Dann. Oder geht man dann danach seine getrennten Wege? Mhm. Und das ist eben dann die Frage. Eine kleine Metapher wieder, die ich eingebaut habe, ist we kill ourselves. Und das ist eine kleine Verbindung an unseren Song Connective, der auf dem Album Pulsar ist, wo es eben auch um solche Dinge geht. Man sagt ja auch, der Orgasmus ist der kleine Tod, und man tötet sich quasi selber, um dann nach dem Sex, diesen Moment, wo man dann definitiv weiß, ob der Mensch für einen geschaffen ist oder nicht, ganz tief im Innern weiß man es dann, ob dann derjenige, ob man mit dem noch weiter zusammen sein will oder nicht. Und genau diesen Moment beschreibt eben Reborn. Ja, eine Erfahrung, die bestimmt schon jeder irgendwann mal gemacht hat in seiner Suche nach Angehörigen des anderen Geschlechtslaufbahn. Ja, man geht ja manchmal witzige Wege ein, ja. Und lässt sich manchmal auch auf zu viel ein. Bestimmt schon mal dem einen oder anderen passiert, uns ist es bestimmt schon passiert, zu weit gegangen zu sein und nicht rechtzeitig entschieden zu haben, dass man sich damit nicht gut fühlt. Und ob man sich selbst wieder als wiedergeboren neu findet, sich selbst allein, oder ob man eben in der Sache stecken bleibt, die einen kaputt machen kann unter Umständen. Und deswegen ist es richtig, rechtzeitig die Entscheidungen zu treffen. Der ist wirklich ein absolutes Bandwerk geworden. Also die Titelidee stammt von einem, ein paar Riffs stammten von einem Musiker, ein paar andere Riffs wieder vom anderen Musiker. Dann hat sich dieser Song wirklich textlich und musikalisch komplett als Bandgesamtwerk entwickelt. Da hat eigentlich fast jeder einen gleichwertigen Teil dazu beigetragen. Und in dem Song passiert nicht sehr viel. Das ist eigentlich, wie der Songtitel schon sagt, Earth Tone. Das sind Töne einfach, weil es erwiesen ist, dass ja die Erde, also jeder Planet, Töne absendet.
in einem Frequenzbereich, die wir nicht hören können. Wie Steve auch schon mal erzählt hat, in einem Interview war das, glaube ich, mit es gibt bei der Firma, beim Thomann Musikhaus, ne? Yay. Da gibt's auch verschiedene Gongs, das sind große Schlagzeug- und Percussion-Instrumente, die auf die Frequenz dieser Töne von den einzelnen Planeten gebaut sind. Und Earthtone war einfach meine Inspiration zu dem Song vom Text, also die Textidee her, weil bei dem ist Earthtone ist da Programm. Also dieser Song ist tief, er ist fett, es passiert nicht viel, er ist absolut drone-doomig gehandhabt und ja, es geht einfach nur um die Dröhnung und um die Töne und der Text ist ein bisschen sehr universell gehalten, aber da kann der Steve jetzt mehr dazu sagen. Ja, Earthtone ist ja auch ein astronomischer Begriff, der mir das erste Mal ich bin das erste Mal damit in Berührung gekommen durch ein Buch Kavum von Florian Freistetter, in dem er auf verständliche Art und Weise erklärt, wie das Universum funktioniert. Und das war eine Inspiration zu diesem Text. Und da eben der Song so fett und einfach nur brachial und massiv ist, so kam mir das gleich in den Sinn, das mit dem Universum zu vergleichen. Da ist eben auch unwahrscheinlich groß und massiv und da sind riesige Galaxien, die miteinander kollidieren und man muss sich vorstellen, dass man eigentlich nur so ein allein nur auf der Erde also Stecknadelkopf groß ist, also wie winzig man da ist, wie so eine kleine Ameise, die ihren Blick nicht erfassen kann. Du bist auf einem großen Berg mit einer schönen Aussicht und da ist eine kleine Ameisenstraße. Du siehst den Ausblick und freust dich, hey, cool, ich kann bis nach Bamberg gucken oder bis nach Nürnberg. Aber die kleine Ameise erfasst es in ihrem Kopf, kann das die Ameise nicht erfassen. Die sieht diese Aussicht nicht. Die hat nur ihre kleine Ameisenstraße vor den Augen. Und so ist es auch eben bei uns. Wir leben hier auf dem Planeten und machen da irgendwie unser Ding und können überhaupt nicht das Massive, das Große vom Universum erfassen. Und oft führt es dann eben auch dazu, dass wir uns für sehr groß halten. Wir vergessen darüber hinaus ziemlich oft, dass wir nur ein kleiner Furz im Universum Dass wir sind. nur ein kleiner Furz sind. Und viele neigen dazu, dass wir sehr größenwahnsinnig werden, alles bestimmen und erfassen können und regeln, aber wir sind nur ein kleiner, kleiner, kleiner Teil. Und vor allen Dingen, wir können nicht kontrollieren, wo die Erde hinfliegt, wir können die Umlaufbahn nicht kontrollieren, das haben wir alles nicht erfunden, das ist alles schon da gewesen, das wird gesteuert und wieder neu erfunden und wenn irgendwo neue Planetensysteme oder was weiß ich, was so im Universum passiert, wenn da neue Sachen entstehen, das machen nicht alle, machen nicht wir, das machen ganz andere Kräfte, wo wir einfach nur geführt werden auch. Und insofern ist es ganz gut, das vielleicht alles mal so ein bisschen aus einer objektiveren Sicht zu sehen, ähnlich wie die Apollo-Astronauten, die Erde dann irgendwann mal von außen gesehen haben und sich gefragt haben, okay, und was haben wir jetzt nochmal genau für Probleme auf der Erde? Im Leben ist denn dieses Ganze, was wir uns aufhalten, dieses Job und Beruf und was müssen wir alles regeln, was müssen wir alles machen und tun und überlegen und ah ja, ich muss noch das machen und ich muss noch das machen. Wir haben keine einzige Sekunde Zeit, um uns mal hinzusetzen und mal nach draußen zu gucken und die schöne Aussicht zu genießen oder den Moment zu genießen.
also mit der Erde in Einklang sein. Ja. Ja, fühlt sich gut an. Wir schaffen den Zustand oft, wenn wir auf der Bühne sind, außer wir verspielen uns mal. Und das ist so das Konzept auch ein bisschen von dem Album, wobei es kein richtiges Konzept Earthtone ist, einfach nur ein Begriff und ich glaube, der lässt sehr viele Bilder zu. Und jeder kann sich da sein eigenes Bild rausziehen. Wir haben uns ein Cover ausgedacht, was uns gefällt. Es besteht immer Raum, da trotzdem seine eigenen Interpretationen draus zu ziehen. Vor allen Dingen in Verbindung mit der Musik dann auch und dem Sound ist es schöner, die Musik bei voller Lautstärke zu hören und auf der Autobahn oder daheim bei voller Lautstärke im Wohnzimmer oder bei voller Lautstärke unter der Dusche. Am besten ist die CD mit voller Lautstärke. Und da sollte sich aber jeder seinen eigenen Eindruck machen. Und den Eindruck kann sich jeder bei uns auf der Homepage holen, beziehungsweise auf Facebook. Die Seite ist ja bekannt, aminded.com. Facebook sind wir auch irgendwo. Die Adresse weiß ich jetzt nicht, aber das findet er schon. Und es gibt Möglichkeiten, das anzuhören. Die Texte sind auch online, wenn größeres Interesse da ist. Und ansonsten, ja, sind wir ziemlich durch jetzt. Ja, vielen herzlichen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ihr habt auch die Möglichkeit, das Album Probe zu hören, über Bandcamp, Soundcloud, über eben auch unsere Homepage direkt. Dann gibt es noch den Download, iTunes, glaube ich, oder? Im iTunes, Amazon habt ihr die Möglichkeit, die CD direkt auch digital oder halt auch als CD zu bestellen oder bei uns auch im Webshop, so viel zum Werbe-Part. Vielen Dank fürs Zuschauen und klickt euch doch mal durch die anderen Videos und lasst halt mal einen Kommentar irgendwie fallen, wie euch das hier gefallen hat und ob ihr noch Interesse habt, dass wir noch ein bisschen mehr über unsere Band erzählen, dann können wir ja uns nochmal hier hinsetzen und was aufnehmen. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Ciao. Ciao.